Willkommen zurück, Freunde. Wir machen weiter mit Beyond the Meta. Wir haben gerade schon die erste Map vom Qualifikationsmatch sozusagen von Mind Sanity gesehen. Die haben sich letztes Wochenende qualifizieren können über TSM zum Turnier in Katowice, zur Intel Extreme Masters oder beziehungsweise dem Spring Championship in Heroes. Und die erste Map war ein guter Draft, muss man sagen, Cho'Gall Draft, und haben sich strategisch gut runtergespielt. Und wir gucken uns einfach direkt an, wie es weitergeht mit Nummer 2. Und gucken als erstes, was hier gedraftet wurde. Wir sind auf Tomb of the Spider Queen. Ich denke, da erklärt sich hier der Draft relativ einfach von Mindsanity. Zagara ist sehr, sehr stark auf dieser Push-Rotation. Kann man super alleine unten spielen und dann hat man vier Leute, die stark zusammen sind, nämlich Tassadar, der im Early Game halt die dicken Schilde gibt. Dann diese Muradin, Jaina, Stun plus Burst Combo und noch guten Wave Clear mit der Johanna. Und auf der anderen Seite ein bisschen Late Game orientierter, denke ich. Also der Chen, der gegen die Zagara gut ankommt. Deswegen könnte es auch sein, dass die Zagara gar nicht auf die Lane geht. Also normalerweise spielt man ja unten die Zagara und die vier anderen rotieren zwischen Mitte und oben. Und ich denke mal, dass jetzt Mindsanity quasi reagieren müssen und sagen, okay, wir spielen nicht die Zagara gegen den Chen, weil es ist Verschwendung. Wir nehmen die Zagara mit in die Rotation und stellen jemand anders nach unten. Also das ist quasi so ein spezifischer Counter von TSM. Und dann haben sie auch so eine Stun-Kombo aus ETC und dem Keltas, aber also das Interessante ist natürlich, dass sie drei Tanks haben. Mit drei Tanks will man immer relativ aggressiv skillen und in den Gegner halt reinspringen wie bekloppt. Und zwei Helden, die halt sehr gut im Reinspringen sind, sind letztlich natürlich der Leoric, der mit seinem E reinläuft, und der Chen, der sowieso einfach reinspringt. Und dahinter steht der Keltas und kann frei Schaden machen. Also hat man eine Weile nicht mehr gesehen in Europa, eigentlich drei Tank-Compositions. Ist jetzt aber nicht völlig blöde, muss man sagen. Und ich erinnere mich jetzt an das Spiel auch so leicht. Also sie haben dann im Prinzip genau das auch versucht. Also der Leoric geht rein, springt einen Target an mit seinem Entomb dann. Der ETC versucht irgendwie zu tanzen und der Chen macht Barrel Roll. Und ich glaube, wir sehen sogar Seven-Sided Strike auf dem Karazim. Das sozusagen so als grober Plan von TSM. Sie können jetzt im Early Game, denke ich, nicht so viel machen, aber später dann halt hart reinspringen. Ja, und auf der anderen Seite, wie gesagt, immer diese Combo Muradin Stun into Blizzard. Und tatsächlich sehen wir, Hasorf geht jetzt erstmal runter und nimmt da diese starke Lane, weil der Chen steht oben. Also Hasorf hatte oben angefangen. In der Zeit war BKB dann hochgelaufen mit dem Chen. Und jetzt hat Hasorf sozusagen den Switch gemacht und ist runtergelaufen. Und der Chen versucht jetzt wahrscheinlich wieder hinterher zu rotieren. Jetzt sind fünf Mann tatsächlich in der Mitte hier für TSM, aber Blumby kommt trotzdem raus, was daran liegt, dass halt da drei Tanks auf der anderen Seite Damage machen, die natürlich auch Damage machen, aber eben jetzt nicht so brutal unendlich viel ins Gesicht. Während andersrum der Leoric einfach umfällt. Obwohl ja auch mein Sanity hier jetzt nur einen Damage-Dealer mit dabei hat, aber Jaina gibt halt viel Burst-Damage und auch gerade im Early-Game relativ viel Damage, während auf der anderen Seite der Keltas ja später eher stärker ist. Ja, also mein Sanity hat für meinen Begriff hier ganz smart gedraftet, weil Zagara im Early-Game stark ist und diese vier Helden dazu auch in ihrer Vier-Rotation stark sind im Early. Und Tomb of the Spider Queen ist eine Map, auf der man sehr gut snowballen kann, wenn man am Anfang einen Vorteil rausholt. Ich meine mich zu erinnern, dass Mindsanity den Vorteil hier auch kriegen und dann aber zwischendurch aufs Spiel setzen. Also wir schauen mal, wie sie das konkret gespielt haben. Spotbilly war ja viel zu weit vorne, hätte man wahrscheinlich punishen können. Darkmoor hat aber, glaube ich, den Stormbolt auf Cooldown. Ja, Charlies, bitte komplett durchgucken. Da werde ich bestimmt unendlich reich von, wenn du 1 Stunden Replay Werbespot anguckst. Oh shit, jetzt habe ich einen Kill verpasst. Ulala Banana würde ich mich überhaupt nicht so von beeindrucken lassen von der Bezeichnung. Oh, okay, wir sehen hier, wie das schön vorbereitet ist. Darkmog springt von der Seite rein, kriegt den Stun. Ja, das ist natürlich toll gemacht. Gut gemacht von Mindsanity. Insbesondere von Darkmog, also. Das war schon erst rein. Also,
Ob du jetzt einen Specialist hast oder einen anderen Range Assassin, das ist normalerweise völlig egal. Also wenn wir von den, also von den simplen Specialists sprechen, wie Zagara und Sylvanas. Also Zagara macht einfach genauso wie ein anderer Range Assassin auch viel Schaden und bei Sylvanas ist es im Prinzip das Gleiche. Insofern solltest du dich da nicht von der Bezeichnung so sehr aus dem Konzept bringen lassen. Oh, ja, riskant hier von BKB. Aber es geht gut. Okay. Meine Sanity haben jetzt aber genug für ein Payment und haben gerade den Chen nochmal ordentlich Schaden gemacht. Also ich glaube, sie können jetzt versuchen, hier gleich einzuzahlen, ihre Gems. Und wie gesagt, man kann halt sehr gut snowballen auf der Karte. Also man kann mit dem ersten Payment versuchen, dann ein, zwei Mauern kaputt zu kriegen. Und dann kriegt. Oh, okay, nevermind. TSM kriegen das erste Payment, okay. Also man kann ein, zwei Mauern versuchen kaputt zu machen und dann kriegt man früher Level 10 als der Gegner und kann das nächste Mal bezahlen. Oh, auch wieder schön von Dark Mob. Ja, echt toll gemacht. Also diese Fallen gefallen mir richtig gut. Spotbeat ist da sehr hart im Glück, dass er da rauskam. Ja, aber also bei Gaslow, Abatur und so weiter ist es halt wirklich was ganz anderes. Also die kannst halt echt nur picken, wenn du einen ganz speziellen Grund dafür hast. Also zum Beispiel bei Abatur, du willst meinetwegen die Kombo mit dem Illidan anspielen oder so. Oder bei den Vikings, es bietet sich an wegen des Map-Objectives, zum Beispiel auf Garden of Terror, wo man auf zwei Lanes soaken kann, während der dritte Viking im Garden Terror drin ist. Solche Sachen machen diese speziellen Spezialisten sinnvoll. Aber so ein Range Assassin quasi Typen wie Zagara oder Sylvanas, die kann man eigentlich fast immer mit einsetzen, solange deren jeweilige Stärke halt einigermaßen Sinn macht. Also typischerweise Sylvanas in so einer Engage-Kombo oder Silence Sinn macht oder Zagara einfach auf einer Map, wo man ihre Stärke auf der Lane ausnutzen kann. Das hat man ganz früher gespielt. Das ist nicht mehr so gut, weil beide Helden nicht mehr so gut sind. Aber an sich ist die Kombo nicht blöde. Okay, ich muss jetzt hier wieder ein bisschen mehr auf das Match achten. Also tatsächlich hat TSM viel zu wenig rausgeholt aus dem Web Weavers. Also sie waren halt vorher auch ein bisschen hinten. Jetzt sind sie halt even. Aber man sieht, also zum Beispiel dieser Tower ist nicht down gegangen. Dieser Tower ist nicht down gegangen. Und da müssten sie jetzt halt konsequent verfolgen, dass sie das hinkriegen. Weil sie einfach den Vorsprung dann mit der Erfahrung mitnehmen müssen. Weil sie eigentlich aus ihrem einmal bezahlen halt den Vorteil dann rausreißen müssen. Und wenn sie die beiden Tower kaputt gemacht hätten, wären sie jetzt Level 9. Und das ist halt ein bisschen zu wenig, was sie da jetzt erreicht haben. Und damit haben sie das Problem, dass der Gegner noch genug Gems hat, um nochmal einzuzahlen und sie selber halt nicht. Das heißt, sie können jetzt momentan nichts machen. Der Chen fängt jetzt an, seine Lane hier eben zu gewinnen. Das ist auf jeden Fall natürlich gut. Aber wie gesagt, das Problem bleibt. Der Gegner hat zu viele Gems. Und deswegen versuchen sie jetzt hier eine 5 gegen 4 Situation unten zu erzeugen. Aber mein Sanity reagiert zu schnell und steht safe. Und natürlich ist es auch immer relativ einfach, mit dem Tassadar, mit dem Oracle safe zu stehen. Und das ist halt gerade auch gegen diese 3 Tank-Composition gut. Mit 3 Tanks will man eigentlich nie direkt straight up in den Gegner reinlaufen, sondern eben so ein bisschen von verschiedenen Seiten kommen. Und so ähnlich wie das vorhin war, mit Eye of Khelroc und Creep, ist es jetzt auch mit Tassadar und Creep. Das ist eigentlich unwahrscheinlich. Oh, das ist auch wieder so schön vorbereitet. Also muss ich wirklich sagen, ich habe das beim Cast auch gerade so quasi zufällig gesehen wie jetzt gerade. Also das bereitet mein Sanity super vor. Wir gehen jetzt mal in die Vision von Haseops. Nee, das ist nicht Haseops. Shit, wir müssen weiter zurück. Sorry, falsche Tasten gedrückt. Also, wir gucken mal auf die Vision von. Hä? Beides ist Haseops? Von Haseops. Okay, der stellt sich jetzt nämlich da oben in den Busch und kriegt die Ansage. Mist, ist die. Gott! Neuer Versuch. Der kriegt die Ansage von seinem Muradin, deswegen gehen wir jetzt auch einfach. Hä? Wessen Vision habe ich denn hier? Das ist die Jaina. Ah, guck. Wir wollen nicht die Jaina, wir wollen den Muradin. Nochmal. Das ist die Vision von Dark Mog.
Sehr gut. Dagmar sagt jetzt, hey, Hasu, ich glaube, der Caters kommt da. Hasu, bist du bereit? Okay, Hasu, go, 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 go. Und sie nehmen den Caters raus. Ist natürlich, also darf der gute ADR da nicht facechecken eigentlich. Aber es ist ein unendlich wichtiger Kill für My Insanity, weil sie kriegen jetzt hier, oh, sie kriegen sogar noch mehr Kills. Das ist natürlich der Dream, oder? Stormbolt. Okay, haben sie nicht gekriegt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da wäre mehr drin gewesen, glaube ich. Aber sie kriegen jetzt eben bezahlt, wenn sie jetzt hier total blöde anstellen und kriegen Level 10 gegen 9. Heißt also, sie können aus ihrer ersten Bezahlung unendlich viel rausholen. Und möglicherweise sollten sie versuchen, damit dann auch direkt, also sie haben jetzt hier unten gerade ein bisschen was eingezahlt und den Rest macht hier oben Darkmob. Sie sollten versuchen, auf Level 13 zu kommen vor dem Gegner, sodass sie die weiteren Gems, die sie haben, auch noch einzahlen können. Also ihr Ziel jetzt ähnlich wie das davor war für TSM, als die halt diese Türme nicht rausgenommen haben. So muss jetzt andersrum My Insanity zusehen, dass sie möglichst ihren Vorsprung so vergrößern, dass sie mindestens ein halbes Level Vorsprung haben, um dann gleich Level 13 gegen 12 zu haben. Und dann das nächste Payment an den Start zu bringen. Mal schauen, ob sie das hinkriegen. Die Idee ist, sie pushen zu 5 zusammen, weil beide Teams haben Ultimates, also es ist wahrscheinlich sinnvoll zusammenzubleiben. Dabei ist problematisch, dass der Chen hier unten XP soakt. Bedeutet aber andersrum, sie können hier engagen, also My Insanity, weil TSM nicht vollständig ist. Wir sind. Wundert mich ein bisschen, dass das Blast Shield hier zwischendurch nicht rausgegangen ist. Also ich glaube, Bumby hätte da auch einfach versuchen können zu engagen. Jetzt können sie vielleicht machen gegen den guten Spot Billy, aber auch da. Also insgesamt für meine Begriffe zu zurückhaltend gespielt von My Insanity. Da hätte ich einfach, weil sie wissen, sie sind 5 gegen 4, hätte ich einfach Stun-Combo gemacht. Aber sie wollen stattdessen lieber sicher gehen, dass sie wirklich maximalen Value rausholen aus den Webweavern. Jetzt sehen wir, sie haben das halbe Level Vorsprung, was ich gesagt habe, was sie mindestens brauchen. Das haben sie jetzt. Könnte man jetzt also sagen, reicht eigentlich. Aber jetzt ist immer noch die Möglichkeit, hier zu engagen, weil der Chen war immer noch die ganze Zeit unten. Jetzt kommt aber VKB mit dazu, insofern jetzt eigentlich Chance vorbei. Heißt, Rückzug wird eingeleitet. Oh, sehr schöne Forceball. Also Engagement eigentlich gerade gesucht hier von TSM mit der Barrel Roll und alle anderen, aber die eigentlich ja natürlich mit reingehen sollen, werden mit der Forceball gesonnen. Super gemacht von Splendor. So, jetzt wie gesagt, eigentlich der Plan, schneller als der Gegner Level 13 kriegen. Sie haben zwar Vorteil rausgeholt, aber nicht so viel, wie ich eigentlich gerne gesehen hätte, muss ich sagen. Also weil sie haben halt ihre Ultimates nicht benutzt, ne? Sie haben es nicht so intensiv versucht, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber andererseits hat das den Vorteil, dass sie jetzt halt hier easy auf der Map bleiben können und nicht erstmal warten müssen, bis ihre Ultimates wieder ab sind. Also es ist so Licht und Schatten. Darkmoogs Stormbolt geht leider vorbei. Ja, das war ein bisschen gefährlich für Azobs. Der hätte vielleicht Samoni tanzen können gegen ihn. Und wir sehen, Leoric bezahlt oben. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich für My Insanity, weil sie ja eigentlich auf Level 13 das Payment haben wollen und die Gegner sollen es nicht haben. Also kümmern sie sich momentan nicht gut genug. Aber das ist natürlich auch das Problem. TSM haben natürlich einfach auch genug Gems und kümmern sich da gut drum. Aber da hat Blumby Glück, dass er den Stun noch rauskriegt, also das Schild noch rauskriegt gegen VKB und verhindert, dass der einzahlen kann. Und tatsächlich kommt er auch noch selber durch. Also jetzt richtig viel eingezahlt, auch andersrum für My Insanity. Und darum geht es halt auf Tomb of the Spider Queen immer. Entweder selber das hinzukriegen, und da, also das, insofern ist es auch ein katastrophaler Fehler hier von My Insanity. Es darf eigentlich nie passieren, dass da jetzt BKB gleich einzahlen darf. Also sie wissen, der Gegner hat 53 Gems auf der hohen Kante und muss noch 15 einzahlen. Aber bei genauerer Untersuchung bedeutet das, BKB muss einzahlen oder Samoni muss einzahlen. Bei allen anderen würde es nicht reichen, weil die nicht genug Gems haben. Das heißt, man muss nur diese beiden Helden im Auge behalten und dann dürfen die eigentlich nicht dazu kommen, dass die einzahlen. Darkmoog sieht hier unten Samoni und hindert den am Einzahlen. Muss sich also niemand weiter darum kümmern. Darkmoog weiß aber auch, hier sind drei Gegner, also hat er wahrscheinlich gesagt, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Da gehen jetzt aber drei Leute zur Unterstützung hin, während hier oben Blumby mitkriegt, okay, ich kassiere hier ganz schön, ich spiele gegen zwei Tanks, eins gegen zwei und der macht jetzt den Sauger drauf. Da müsste jetzt eigentlich von Blumby die Ansage kommen, ey, hier muss jemand oben noch interrupten, weil sonst wird BKB hier gleich einzahlen. Und das ist das, was nicht passiert. Also BKB geht einfach hin und bezahlt. Blumby muss sich zurückziehen, das ist an sich nicht falsch, aber die Leute von unten kommen nicht rechtzeitig, um hier zu verhindern, dass BKB einzahlen darf.
Es kann vielleicht etwaig auch sein, dass Mainz Handy gesagt haben, das wollen sie so, weil sie Level 13 haben gleich und damit das Payment von TSM relativ easy verteidigen können. Aber das würde ich persönlich dann als Fehler empfinden, weil man, wie gesagt, auf der Map ziemlich gut snowballen kann, wenn man einen Vorteil hat. Und wenn sie jetzt einzahlen würden mit 13 gegen 12, dann wäre das eigentlich garantiert, dass sie immer weiter ihren Vorteil vergrößern könnten und eben davonziehen können. Also das hat mir hier nicht so gut gefallen, dass sie TSM das Payment erlaubt haben. Sind aber immer schön zu fünf zusammen und das ist natürlich immer die Idee, wie gesagt. TSM wollen gerne mit ihren vielen Tanks gegen die Backline reinspringen und am liebsten wollen sie es halt schaffen, dass hier Hasops oder Nurok erwischt werden. Und die Frontline soll möglichst ignoriert werden, aber natürlich mit zwei Tanks, die davor stehen, ist Mainz Elite da eigentlich ganz gut aufgestellt. Und deswegen müsste eigentlich passieren, dass jemand flankiert. Also, dass zum Beispiel, was weiß ich, der Chen von hier reingelaufen kommt, hier rüber springt über das Fort mit seinem Hüpfer und dann Barrel Roll die Leute hier rausrollt oder so. Irgendwie sowas, weil so ist es ein bisschen zu straightforward. Da ist es eigentlich zu gut zu defenden für die beiden Tanks von Mainz Sanity, die dafür sorgen, dass die Leute von TSM nicht reinkommen können. Also eigentlich ist das hier ein bisschen zu trivial von der Aufstellung. Chainbombs tun jetzt aber inzwischen schon ganz gut weh. Also man kann auch sagen, man hat hier ADR, die gut geschützt und insofern kann man jetzt reingehen auch. Aber es ist, denke ich, auf jeden Fall relativ gut lösbar für Mainz Sanity so. Wir sehen jetzt, die werden jetzt hier ein bisschen erwischt. Also insbesondere Nurok lässt sich da erwischen in dem Fall. Aber stirbt nicht, weil Splendor da super. Wir müssen uns das ein bisschen langsamer angucken, weil es ja total chaotisch aus. Also erstmal Blumby wird jetzt hier gestunt, hat aber seinen Condemn an und die beiden gegnerischen Tanks sind erstmal draufgezogen. Soweit so gut. Dann ist der nächste Part, dass hier angezündet wird und Nurok ist zu weit vorne. Ich glaube, Nurok hat hier das Gefühl, oh geil, ich mache 5 Mann more und läuft halt hier so rein. Damit steht er zu weit vorne. Erste Konsequenz ist, er wird hier angezündet von der Chainbomb von der Johanna. Das ist erstmal ärgerlich, ist einfach unnötiger Schaden. Und er ist jetzt in der Position, dass Snow hier, das macht er sehr gut natürlich auch, der realisiert das sofort. Oh, Sagara war zu weit vorne, macht jetzt hier so ein Tomb. The Dream. Man hat einen der Leute aus der gegnerischen Backline, auch noch den, der keinen Eisblock hat, erwischt. Genauso wie sie es haben wollen. Heißt, was jetzt sofort passiert, ist, alle stürzen sich hier drauf. Und es kommt Seven-Sided Strike von Sport Billy. Also sie haben tatsächlich auch noch den zusätzlichen Damage auf dem Heiler genommen. Weil man sieht, Seven-Sided Strike sofort drauf. BKB springt auch direkt drauf, glaube ich. Ja, springt jetzt. Und gleichzeitig schafft es Nurok aber noch die Maw rauszukriegen. Und die nimmt hier den ETC und ich habe es aus den Augen verloren. Ich glaube, den Leoric raus. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, dass hier zwei Leute jetzt keinen Schaden mehr machen können. Und deswegen sieht man jetzt hier Nurok mit irgendwie, weiß ich nicht, 5% HP noch rauskommen. Und Splendor macht tatsächlich das einzig Richtige und rettet den. In dem Moment, also ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, da das Schild draufzubringen, muss ich echt sagen. Aber er schafft es, dem rechtzeitig das Schild zu geben und dadurch kommt Nurok hier raus. Und dann bringt natürlich das hier gar nichts mehr, was BKB macht. Also eigentlich passiert halt dadurch, dass der auch so viel Chaos stiftet, Nurok stirbt. Aber Splendor hat es irgendwie magisch geschafft, da Nurok das Schild drauf zu geben. Und Nurok hat es geschafft, die Maw auf zwei Leute zu machen. Und Hasops bewahrt die Ruhe, macht hier Ring of Frost und Blizzard auf die Maw, sodass was da rauskommt, direkt hart ins Gesicht kriegt. Und Blumby bleibt bei ihm, um auf ihn aufzupassen. Also es ist, das Engagement war super eigentlich von TSM. Aber die Reaktion von My Insanity ist so gut, dass sie es schaffen, hier nicht nur am Leben zu bleiben, sondern man sieht das hier von Hasops Insta-Kill gegen Snow's Leoric. Und der ETC ist auch richtig hart ins Gesicht kriegen. Könnte sein, dass er den auch noch sogar kriegt. Blumby kommt gerade so raus. Hier oben, der Chen hat overextended und stirbt dafür. Und obwohl das Engagement super war für TSM, gewinnt My Insanity den Fight. Aber, also wie gesagt, das ist nicht strategisch richtig gewesen von Mindsanity, sondern in der Ausführung war es einfach total gut. Und damit haben sie jetzt natürlich einen entscheidenden Vorteil, weil sie
das jetzt eben, ne, erstmal gut überlebt haben natürlich und aber zusätzlich aus dem Web-Event keinen Schaden rausgeholt wurde, damit also erfahrungstechnisch mein Sanity den Vorteil hat. Und sie haben weiterhin noch die 70 Gems auf der hohen Kante und schon 40 eingezahlt. Das heißt also, wenn sie jetzt noch einmal einzahlen, dann können sie wahrscheinlich zweimal hintereinander einzahlen, weil sie auf Level 16 schneller kommen als der Gegner. Und dann ist das Spiel so gut wie gewonnen. Also das ist immer so die Kette, die funktionieren sollte. Hier wurden gerade, haben alle abgelenkt und Splendor hat dahinter eingezahlt. Und Samoni hat sich dafür exponiert und stirbt dafür, oder? Oh. Na okay, ich dachte, er stirbt sofort. Und wir können weitermachen, aber so gucken wir uns lieber nochmal ausführlich an. Also die haben jetzt gerade hier oben gecheckt, ob da eingezahlt wird. Tatsächlich wird aber mit 5 Mann hier eingezahlt und sie wissen, Splendor reicht. Also sie können ihren Support da hinten einzahlen lassen und alle anderen kümmern sich darum, vorne zu zonen. Finde ich tatsächlich hier eine Fehlentscheidung von Darkmog selber auch zu zahlen. Führt allerdings dazu, dass zwei Leute natürlich interrupted werden müssen. Aber also zum Beispiel der Chen kann locker beide interrupten, deswegen missfällt mir das ein bisschen. Wenn Darkmog stattdessen hier vorne nach vorne laufen würde und den BKB stunnen würde, wäre sicherlich besser. Lol, BKB fällt da auch hart. Lol. Guckt euch das an. BKB geht einfach auf Hasops drauf, während Splendor hier daneben einzahlt. Unten ist der ETC, nee, was ist das? Der Karazim reingehüpft und verhindert, dass Darkmog bezahlen kann. Darkmog stunt den, sodass Splendor hier nicht interrupted werden kann und Splendor kommt durch. Snow kommt jetzt erst mit dazu, insofern ist das eine 4 gegen 5 Situation für TSM, bei der sie sich auch noch zusätzlich hart exponiert haben. Also insbesondere der Heiler ist halt tief drin, deswegen wird, denke ich, Samoni jetzt reinspringen. Ah ne, okay, kriegt einfach nur. Oh, da war das Splash Shield vom Lumbi, das habe ich gar nicht so gesehen. Ah, sehr, sehr gut. Also Hasop sagt an, ich mache Damage auf Samoni. Blumby macht instant das Blast Shield und Samoni kriegt deswegen ordentlich Damage ins Gesicht. Leider bleibt die zweite Blizzard Wave nicht drauf, weil es dafür ein bisschen zu wenig Zeit war. Aber Samoni hat auf jeden Fall hart kassiert und damit ist der Fight gewonnen im Prinzip schon für mein Sanity. Dass jetzt da der Kill nicht erfolgt, ist schon ein bisschen tragisch eigentlich. Aber gut. Not always lucky. Blumby kriegt jetzt hier einmal den Ulti ab. Seven-Seite zeigt auch noch mit drauf. Und tatsächlich geht der down. Die Situation war das, von der Sie mir zwischendurch erzählt haben. Da habe ich mich die ganze Zeit missverstanden mit Ihnen, als ich Ihnen darüber geredet habe. Naja. Ja, ist natürlich total ärgerlich, dass da Blumby noch stirbt. Ist aber einfach, denke ich, gut gemacht von TSM. Also. Oh Gott. Okay, das. Zu viel zu anzugucken schon wieder. Also, das. Shit. Jetzt haben wir den Kill verpasst. Müssen wir auch gucken. Also, BKB hatte ja vorher eigentlich ein bisschen verkackt mit seinem Barrel Roll. Diesmal macht er das sehr, sehr gut. Also, es ist eigentlich eine ein bisschen verrückte Entscheidung zu sagen: Hier, mein ETC hat noch immerhin 5% HP. Locker bringe ich dann nochmal jemand hin, der dann gekillt werden soll. Also, ist ja auch schon ziemlich riskant für Samoni. Samoni kriegt zwischendurch sogar noch den Stun raus. Und der Seven-Sided Strike lässt dann Blumby keine Chance. Hasops hätte den noch ein bisschen mittanken können, aber ich glaube, es ist richtig wegzubleiben, weil dann Hasops zumindest überlebt. Und jetzt ist das natürlich total ärgerlich für mein Sanity, weil eigentlich war das jetzt hier die Situation, in der sie das Spiel gewinnen wollen, mit Web-Wyvern pushen und dann Level 16 gegen 14 drauf. Insofern war das auch ein bisschen unnötig, dass Blumby da gechased hat, weil sie halt in der Game-Winning-Position waren. Sie wollen das salvagen und sagen, okay, Hasops geht nach oben, holt da XP. Ich denke mal, Splendor geht Base und dann holt er unten XP. Und zwei Leute bleiben hier in der Mitte. Und das ist natürlich eigentlich bekloppt. Sie wissen, dass sie hier 2 gegen 4 sind. Und also Nurok bleibt auch also viel zu lange hier, wenn ihr mich fragt. Also es ist viel zu riskant eigentlich. Und jetzt kommt der EDC von oben auch noch. Und Nurok denkt sich, oh shit! Und dann machen sie aber tatsächlich einfach mechanisch wieder alles gut. Und Hasops, das müssen wir parallel uns angucken. Also Hasops hat hier gerade eigentlich den Job, ich hole hier die Erfahrung oben, Freunde. Tschüss. Und das passiert, sowas passiert ja in der Hero League ganz oft, ne? Dass jemand dann sagt, okay, ich hole Erfahrung auf einer Lane. Und jetzt sagt aber hier nur, oh shit. Help, 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 help. Und was Hasops sowieso macht, ist Instant Mounten in dem Moment, wo er fertig ist mit seiner Creep Wave. Und jetzt kommt gleichzeitig die Ansage, help, 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 help. Und deswegen ist Hasops dann jetzt schon gemountet, macht sich auf den Weg. Und Nurok trifft hier
Also natürlich zu einem großen Teil glücklich, aber auch, weil er genau richtig läuft. Nämlich von hier kommen die Tanks angelaufen und er läuft on Creep hier runter, sodass die alle in die gleiche Engstelle laufen. Also sie laufen sozusagen alle durch dieses Dreieck, genau hier in dieser Engstelle. Und da kommt deswegen dann diese gute Mord zustande. Und Hasops ist tatsächlich genau rechtzeitig gemountet, um jetzt hier zu sein für The Dream. Stormbolt von Darkmog into Ring of Frost into zwei Gegner tot. Das darf natürlich da eigentlich nicht mehr passieren aus Sicht von TSM, aber dass man da dann halt gemeinsam mit der Mauer ist, passiert halt irgendwie auch. Und jetzt passiert genau das, was eigentlich passieren sollte aus Sicht von Mindsanity. Sie kriegen 16 gegen 15 und können das nächste Payment auch noch machen, das nächste Mal die Wettbewerbe auch noch los schicken, wenn sie jetzt hier keinen Scheiß bauen. Also kein Scheiß bauen heißt, sie müssen zusehen, dass sie den Tenant Lead behalten und keiner stirbt. Jetzt lassen sie sich nochmal erwischen, aber sie haben das Glück, dass der Damage hier auf Blender geht. BKB noch nicht wieder mit dabei war und sie tatsächlich sogar den Kill noch gegen Samoni quasi geschenkt kriegen. Weil eigentlich macht Samoni ja was Gutes, aber der Rest seines Teams kämpft hier und damit ist das Moshpit hier oben verschenkt. Ist aber trotzdem auch natürlich ein bisschen bekloppt gewesen von TSM insgesamt, hier bei Talentrückstand 4 gegen 5 zu fighten, während BKB noch nicht bereit war. Na gut, und jetzt sind es noch 5 Sekunden und Mindsanity hat jetzt genau diesen Vorteil, den ich angesprochen habe. Sie haben noch 80 Gems, können die einzahlen und sie haben Talent Lead, also kein Level 16 für TSM. Darkmoog ist eigentlich der Einzige, der hier einzahlen muss. Für den müssen sie jetzt erstmal ein bisschen Zeit kaufen. Hat mir jetzt wieder nicht so gut gefallen, dass keiner hier unten zwischendurch gecheckt hat, aber sie hatten diesmal Reason mit dem Creep, wahrscheinlich war das in Ordnung. So, und jetzt können sie also wieder mit dem Webvision pushen und den Vorteil noch mehr vergrößern Richtung 18 gegen 16. Und wenn sie 18 gegen 16 haben, können sie einfach nur abwarten und auf Level 20 spielen und dann mit dem Vorteil, mit dem nächsten Talent dann das Spiel gewinnen. Tatsächlich passiert das nicht. Also sie lassen sich vorher nochmal erwischen. Das ist eigentlich wieder ein bisschen ärgerlich, aber wir gucken uns das natürlich ganz in Ruhe an. Also sie pushen jetzt erstmal mit den Webvision, wollen dabei am liebsten Keep haben, weil sie natürlich mit gleichen Talenten und Webweavern schon einen Vorteil haben, den man nutzen kann. Unten pusht der Webweaver allerdings sehr spät, sodass da nicht viel Druck gleichzeitig entsteht. Und jetzt geht Blumby rein, versucht hier eine gute Situation zu kreieren. Ring of Frost ist jetzt auch wieder bereit. Aber ich denke, da sollten sie jetzt eine Combo machen. Machen sie auch direkt, okay. Und Darkmoog geht jetzt hinten rein, aber der Leroic disengaged rechtzeitig. Ja, und das Blessed Shield ist die ganze Zeit bereit. Also das finde ich tatsächlich einfach falsch. Also da hätte Blumby in zwei Situationen, glaube ich, das Blessed Shield nutzen können und wäre entweder der Leroic gestorben oder vielleicht auch der Chen. Ich glaube, beide hätten sie kriegen können. Aber Blumby ist oft sehr zurückhaltend mit seinem Blessed Shield. Und letztlich ist es halt auch okay, weil er damit seine Leute dafür dann halt schützen kann, umso besser. Also sie nehmen jetzt sozusagen den sicheren Vorteil mit, könnte man sagen. Es ist für meinen Geschmack einfach nur ein bisschen zu defensiv gespielt. Sehr schön auch wieder zu sehen, der gutes Creep-Spread von Nurok ganz in die gegnerische Basis rein, um sicherzustellen, dass sie möglichst viel Übersicht behalten. Und jetzt ist eben das Problem, dass TSM hier bezahlen kann. Und sie haben nur einen Level Vorsprung. Sie wollen gerne warten auf Level 20, Mindsanity, aber sie werden dafür kämpfen müssen. Ja, TSM sind jetzt hier am Einzahlen, Blumby geht hin und wird aber jetzt ein bisschen erwischt und ein Toom geht drauf und er kriegt keine Hilfe von, oder kann auch keine Hilfe von seinen Teamkameraden kriegen. Aber wieder gute Mort von Nurok, wieder das Follow-up vom Ring of Frost und der Leoric stirbt, aber auch von Samoni gut gemacht. Also wir gucken uns nochmal langsam an. Also das hier ist einfach ein bisschen Fehler von, also hauptsächlich ist es Fehler von von Blumby, weil eigentlich hätte er den Interrupt nicht machen müssen, weil eigentlich Roaches da waren. Dafür exponiert er sich zu viel und wird bestraft. Snow macht da einen Toom drauf. Aber, also ich finde eigentlich, Darkmoog könnte hier hingehen und den Seven-Sided Strike mittanken. Dann wäre es nicht so schlimm. Oder Nurok könnte jetzt sofort Maw machen und ihm da auch helfen. Stattdessen haben alle, glaube ich, das Gefühl, ach, unser Tank wird engaged, alles nicht so schlimm.
Und jetzt geht aber plötzlich ganz viel Damage drauf. Blumby ist hier unten beschäftigt, sodass Dark Mog, sodass niemand den Seven-Sided Strike mittankt. Und das bedeutet für Blumby, aua, 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 aua. Aber wir können uns das vielleicht nochmal ein bisschen genauer angucken. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Angst, die einzelnen Helden auszuwählen, aber wir sehen, der gute Splendor hat kein Schild bereit. Und die Morg kommt einfach zu spät. Also in dem Moment ist er eben blöderweise schon tot. So, jetzt geht BKB noch rein mit dem Barrel und Samoni sucht eine Situation zum Tanzen. Und Haselops möchte Ring of Frost Follow-up setzen, während Nurok hier angezündet wird und wahrscheinlich stirbt. Die Combo trifft wieder gut von Haselops und der. Ich hab's befürchtet. Verdammt! Also, Replay hat sich leider wieder aufgehängt, Freunde. Aber das müssen wir natürlich jetzt vernünftig zu Ende bringen. Also entschuldigt, es dauert jetzt wieder ein bisschen. Wir müssen jetzt in dem Replay wieder dahin spulen und dann übertreibe ich auch nicht wieder so mit dem genau angucken, dass sich das nicht wieder aufhängt. Aber ja, dauert jetzt wieder 3, 4 Minuten, bis wir dahin gespult sind. Sorry. Bis gleich.